Ja, willkommen zurück. LPT Minecraft. Scharf! Scharf! Und wir sind immer noch im Live-LP, also live auf Twitch quasi. Wo war denn jetzt? Ach, da hinten waren wir, ne? Kann man sich eigentlich gut orientieren bei uns, wo wir das hier gebaut haben? Oder beziehungsweise, weil da der riesige, ja, ich nenne es mal Kackhaufen im Hintergrund ist. Was? Oder der riesige Berg. Ja, von Weitem sieht es aus wie ein Kackhaufen. Was? Okay. Hast du es noch nie vom Dorf aus gesehen, wie es aussieht? Es sieht aus wie ein Kackhaufen. Ja, doch schon, aber okay. Ja, es ist ein Kackhaufen. Ich sag nichts, ich Who sag the fuck nichts. is German Kackhaufen? So. Ich Danke. grill noch mal ein Steak gerade währenddessen. Ich habe Feuerstein gefunden. Juhu. Wir Ich feiern habe den Steak, Fred gefunden, den Fred Feuerstein. no. Oh, den Fried. Hattet ihr eine schöne Zeit zusammen? Wir hatten eine sehr schöne Zeit. Ich habe einen Apfel gefunden, einen Ich gehe Apfel noch und mal ein Ei. in unsere Höhle ganz vorsichtig, um noch mal vielleicht zu schauen, ob vielleicht der. Hör auf zu lachen. Ich weiß, der ist da unten. Ich weiß es. Der wartet nur auf mich. Wo bist Ja, du? du Du startest den Homo. Besuch ab. Hey, da bin ich wieder. Wo bist du, Na, wie geht's? du Homo? Obwohl, das klingt wieder so falsch. Nein, das mal. Oh, da ist ein. Oh, da ist ein. Aua! Aua, geh weg! Geh weg mit deinem Scheiß! Geh weg, geh Was? weg, geh weg, geh weg, geh weg! Aua, aua! Aua, eine Spinne kommt auch noch dazu, natürlich! Klar, volles Programm Ach, hast hier. du den Hexer wieder gefunden? Nein, eine Spinne und ein Skelett. Aber ich habe Pilze gefunden. Ich Die glaube, der mir. Hexer ist tot, der ist tot. Kann sein. Ich habe Eisenerz gefunden. Das ist schon mal super. Eisenerz ist super. Kann man nämlich schön abbauen. Blub. Ist hier noch Und was ich habe hinter? 47 Holzkohle. 47 Holz. Sollen wir die Pilze auch abbauen oder eher nicht? Ich mach mal Ja. Licht im Dunkeln. Ah, hier ist ganz viel Eisenerz. Ich werde es mal abbauen. So. Eisenerz, Eisenerz, Eisenerz. Eisenerz. Huch, hallo? Ich fall einfach mal runter. Ich komme mit dem Menü irgendwie manchmal nicht klar. Ich bin nicht bei Ich der mache das Sache. falsche Menü immer auf, das ist Ja, das es. mit Viereck, das kenne ich. Das habe ich auch gerade gehabt. So, Aber da. ganz ehrlich, ich finde es schade, dass ich gerade hier das so ein bisschen abholze, weil ich finde, dass mit den Bäumen, wo wir hier sind, mit dem flachen Wasser, ist ein Ja. extrem schönes Gebiet, um da ein Haus hinzubauen. Ich will ja nicht beim Hexer wohnen. So. Nicht? Der Nein, will Hexer ich ist nicht. tot. Ich will beim Hexer aber nicht wohnen. Der ist tot. Der hat mich geschändet, seelisch geschändet. Der war an meine Kiste dran. Okay, das hört sich falsch Oh, an. Ich das meinte war das. damit unsere Kiste, meinte ich damit. Nee, ist auch falsch. Ich meinte damit eigentlich die Kiste, die wir da erstellt haben, wo wir unsere Sachen drin haben. Unsere Der Holzkiste. hat mich seelisch geschändet. So, finden wir hier Oh, noch was? Gottchen. Ich schaue mich mal gerade währenddessen so ein bisschen in der Höhle um, ob wir irgendwie hier. Lalalala. Alter, Kohle, jawohl. Kohle. Kohle, 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 Kohle. Kohle, 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 Kohle. Jede Menge Kohle. Ich grab die Kohle mal ein bisschen ab, weil dann haben wir sie. Was wir haben, haben wir. Ich höre schon wieder ein Hammer, Skelett. Hammer, Hammer. Oh, da ist ein braunes Schaf. Ich Ein hatte mal braunes eine Schaf. Schafmütze. Hast schon wieder Ich Pilze hatte mal genommen? eine. Ich hatte mal eine Farm mit rosa Schafen. Okay, du nimmst doch Pilze, sei ehrlich. Nein, da habe ich zwei. Eins habe ich rot gefärbt, das habe ich dann mit einem weißen gepaart, weißt du, und dann gab es rosa Schafe. Komm, Das sei war ehrlich, total du geil. rauchst Pilze. Ja, klar. So. Heute wollte ich zu meinem Shisha-Laden gehen, zu meinem Stamm-Shisha-Laden, und da habe ich gemerkt, Okay. die sind umgezogen. Da, wo die waren, ist jetzt ein Laden, wo du Gras kaufen kannst, also Sachen mit Gras, weißt du? Und Okay. da kannst du auch eine Petition unterschreiben, damit Gras legalisiert wird. Ah, Plötzlich. hast bestimmt sofort unterschrieben, ne? Sei ehrlich, es. Naja, bin ich reit? Nee, ich hatte keine Zeit. Alter, wo geht's denn hier mal hin? Ich verlaufe mich hier voll. Und ich habe keine Fackel mehr, das ist super. Ich werde diese Fackel immer mitnehmen, immer bei mir tragen. Warum leuchtet die Fackel eigentlich in der Hand nicht? Oh, hier ist Eisenerz. Dafür gibt's einen Mod. Ja, aber nur auf dem PC. Wir sind ja nicht auf dem Ja. PC hier. Wir sind ja immer noch auf der Leider. Playstation. Auf der Playstation. Ja, gut, ey. Ja, Wieso gut, leider? okay. Wir sind ja immer noch hier. Ja, gut, ey. Oh nein, jetzt fällt das Eisenerz auch noch. Oh nein, geh weg. Geh weg. Au, au, au.
Geh weg, geh weg. Ich sehe ihn gar nicht. Ich sehe nichts, weil der Bildschirm so spiegelt. Weil es gerade taghell ist draußen. Mann. So. Ja, lach du dir mal ins Häuschen. Ich kämpfe hier ums Überleben, weiß, für unsere Ressourcen. Du hackst da oben mal schön Holz ab. Ich lache mir nicht ins Häuschen. Nein. Nur dich. Nö, ich mach das ganz offen und ehrlich. Ja, ich lach dich aus, natürlich. Weil du so dumm bist. So, ich werde mal diese Fackel wieder mitnehmen. Das ist meine, meine Ersatzfackel, damit ich weiß, ich werde hier nie wieder rausfinden. Ich werde hier nie wieder rausfinden. Ich sehe nichts. Ah, hier ist Eisenerz. Doch, das sehe ich. Eisenerz glänzt bei mir in den Augen. Bekloppt. 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 Lalalala. Ich werde bekloppt. Bekloppt. Kennst du nicht das neue Lied? Von Rudi. Rudi, Alte. Ich werde bekloppt. 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 Ich verlaufe mich hier. Ich verlaufe mich hier. Kenne ich gar nicht, dieses Liedchen. Aber da ist nicht? Schon. Nein, kenne ich nicht. Okay, okay, das muss. Nein, das muss geht man nicht. Kennen. Das geht nicht. Das geht nicht, das muss man kennen. Ernsthaft. Ich kennst du den Bulimie-Song? Warte, ich hab gerade ganz andere Sorgen als für Bulimie, denn ich finde hier immer mehr tiefere Höhlen. Wie sich das anhört, ne? Entschuldige mich dafür, das klingt ein bisschen hart vielleicht. So. Ich finde schon wieder Kohle, jede Menge Kohle. Und erforsche gerade so ein bisschen die Höhle. Was machst du? Na? Ich habe ein bisschen abgebaut. Oh, toll. Super. Und, klingt sehr spannend. Jetzt gleich mein zweiten Stack Holzkohle ab. Klingt ja sehr spannend. Dann schaue ich nach der Ernte. Ah ja, stimmt. Unsere Ernte. Also ich... Ja. Unsere Ernte, 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 Ernte. Und oben, ich sehe dein Namensschild so ein bisschen. Ja, ich teins auch. In der Ferne. Ich denke mir gerade, ich baue mich gerade zu dir runter, denke ich mir so. Wer ist das denn? Oh, hi Creeper. Aber ihr könnt nicht schwimmen. Ihr könnt nicht schwimmen. Ihr könnt nicht schwimmen. Doch, können sie schon. Ciao. Warum explodiert er nicht? Ah. Ciao! So, ich mach das immer so, ich bin vorhin mit der Axt hin, hab ihm einmal ins Gesicht gehauen und bin weggerannt. Komm her! Ich hau dir auch ins Gesicht. So, jetzt. Ciao! So, jetzt ist er wenigstens gestorben. Mancher Weizen wächst und mancher Weizen wächst nicht. Da hinten ist nochmal ein Zombie und ein Creeper. Den Creeper hau ich ins Gesicht. Oh, ich hab mein Schwert verloren. Also mein Schwert, was ich in der Hand habe. Was machen die da? Hast du es weggeschmissen, oder was? Ciao. Hallo? Ich will dauernd mit Touchpad mein Inventar öffnen. Dirty Dance! Dingsy-Dongsy, was willst du? Dingsy-Dongsy. Dingsy-Dongsy ist hier gerade. Ciao. So, jetzt kommen die bestimmt, ne? Dingsy-Dongsy. Ciao. Aua. Toll, ist meine Fackel auch noch kaputt gegangen oder was? Nein, wo ist meine Fackel hin? Nein, die haben meine Fackel zerstört. Nein. Mist, ich sehe jetzt nichts mehr. Und das Problem ist, mein Monitor spiegelt, weil im Hintergrund das Fenster ist und es ist gerade, wie gesagt, so hell draußen. Ich sehe überhaupt nichts. Hallo? Ich bin hier alleine. Ich bin gefangen. Ja, lach du mal ruhig. Aber ich baue währenddessen noch mal ein bisschen Kohle ab. Das sehe ich. Schwarze Flecken auf den viereckigen Blöcken, das sehe ich. So. Ding. Aua. Mich juckt. Warte mal. So. Ja, lach du mal. Ich kann aber sagen, auf meiner Expedition habe ich viel gesehen. Und du? Na? Alter, ich sehe überhaupt nichts. Warte mal, ich sehe Pilze. Pilze. War hier Eisenerz? Nein. Warte mal, wo kommt denn... Ich grab mich einfach jetzt hier nach oben. Fertig. So. In der Hoffnung, dass da kein Wasser oben ist. So, warte mal. Hallo Schweinchen. Du stirbst gleich. Bam. So. Ich glaube, ich habe schon mal Erde wieder gefunden. Das heißt, so weit bis nach oben kann es ja gar nicht mehr sein, ne? Alter, ich sehe gar nichts. Nee, da ist schon wieder Stein. Oh nein.
Da ist schon wieder Stein, oh nein. Da ist schon wieder Stein, oh nein. Hört sich an wie so ein neuer Song von Helene Fischer. Oder so. Stein, oh nein. Stein, oh nein. So muss das sein. Stein, oh nein. Stein, oh nein. Draußen ist es Nacht, Müller, das heißt. Ja, das ist schon mal gut zu wissen. Aber das hilft mir jetzt auch nicht weiter, weil hier unten ist eh dunkel. Ich lege mich jetzt in die Bette. Das ist so klar. Anstatt mir erstmal, weißt du, zu mir kommt hier. Und mir vielleicht sagen kann, ja, du brauchst noch ein bisschen mehr nach oben, dann bist du oben. Nein. Brauchst du vielleicht Fackeln? Weißt du, jetzt brauche ich gleich keine Fackeln mehr. Jetzt bin ich gleich draußen und dann trete ich dir mal gewaltig in den Hintern. Du meinst, du bist gleich draußen. Aber ja, ich meine, das Problem wäre jetzt wirklich, wenn ich jetzt einfach in den Berg reingrabe, der da draußen zu sehen war, und oben. Und, oh Alter, da kommt noch mehr Stein. Und ich genau in die Spitze dieses Berges reinbaue. Oder mich reingrabe, das wäre mies. Da ist ein Zombie, der sieht aus wie ein Dorfbewohner. Ich sehe auch gar nichts. Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, falls die Leute nicht sehen, auch bei YouTube oder so. Alter, ich sehe gar nichts. Ich habe den Zombie gerade mit dem Holzblock verkloppt. Ich sehe hier nichts. Wo bin ich denn? Ich bin unter der Erde irgendwo. Ich baue mich nach oben. Ich sag doch, ich baue bestimmt in den Berg rein. Ich bin schon über dir. Ich wette mit, dass ich in den Berg reinbaue. Hundertprozentig. Nein, warte mal. Ich gehe gleich über dich. Warte. Bleib, wo du bist. Ich fühle mich so eingeengt. Ich habe Platzangst. Habe ich das schon mal gesagt? Ich habe Platzangst. Hier ist alles voller... Echt? Wo bin ich denn? Ich bin über dir. Das heißt, ich muss doch irgendwo... Bleib einfach, wo du bist jetzt. Ich grab mich einfach zu dir. Fertig. Nein, du bist noch nicht über mir. Wie? Du bist noch nicht über mir. Bau nach oben jetzt. Ja, ich kann schon die Frischluft riechen. Das glaube ich nicht. Weißt du warum? Warum? Baust du mich schon wieder zu, oder was? Das ist mein Arsch. Hier, Hallo. Ich höre eine Spinne. Oh, Licht. Ja. Oh, Licht. Wieso komme ich denn hier nicht raus nach oben? Oh Gott, wie hast du... Schau dir mal bitte an, wie du dich gebaut hast. Wo habe ich denn... Alter. Schau dir mal bitte an, wie du gebaut hast. Lol. Ja, hallo? Ich musste ja irgendwie, nach unten, nach oben finden. Ja, aber oh, schau mein dir Gott. Das an, ey. Hauptsache, ich bin jetzt erstmal raus. Ich muss erstmal raus hier. Wie weit hast du dich denn bitte nach unten gegraben? Das ist ja nicht mehr feierlich, ey. Da unten gegraben habe ich mich nicht. Ich habe einfach eine Höhle gefunden, wo... Sag mal, wo ist denn hier der Ausgang? Gibt's hier keinen Ausgang oder was? Ich habe mich gerade straight runtergegraben. Da musst du dich hochbauen. Ah, ja, Zivilisation, ja. Und da oben steht der Enderman. Ja, das ist super. Oh. Guten Tag, Herr Enderman. Hinter dir ist die Spinne. Und ich hau die Spinne mit einer Karotte. Und mir ist gar nicht aufgefallen, dass ich Hunger habe. Die ganze Zeit. So, jetzt mal eben was essen. Zack. So, wir sollten vielleicht das... Ich werde das mal markieren hier so mit so Steine drumherum, damit wir wissen, da ist ein Skelett, das will ich krepieren sehen. Das wird unser. Ich bin gleich hinüber. Ciao. Ich gehe da mal pennen, ne? Was? Wir hauen das. War, ich komme hier nicht raus. Wie war das nochmal? Ich konnte die Tür nicht aufmachen, weil hier tausende Zombies. Wie war das vorhin nochmal? Ich gehe einfach mal pennen, ne? Ja, das kriegst du alles wieder. Warte ab. So. Was hast du da hingebaut? Sind das Öfen? Was Öfen? Wo? Wo denn? Ja, das, was du da gerade... Ach, das soll das Haus werden, oder was? Nein, das ist der Eingang von unserer Höhle, damit wir wissen, hier geht's runter auch zur Höhle. Ach so. Okay. Mehrere Eingänge, aber so ein paar. Du hättest doch einfach... Fackeln oder so, ich weiß, aber ich find's so schicker. Ja. Ich find's so ein bisschen schicker, das sieht so ein bisschen nach was aus. So. Ich will jetzt das Skelett kloppen. Das Skelett kriegt jetzt auf den Senkel hier. Ciao. Geh mir nicht auf ein Ding. So.
Auf Nerz, wollte ich sagen. So. Auf Nerz, auf Nerz. Ja. Boah, wie viele Steine wir haben, uns eine Ortschaft auszusuchen für unsere bescheidene Hütte. Was hältst du denn davon? Wir können ja ruhig mal hier jetzt auf nachts... auf dem Berg oder was? Ja, auf dem Berg oben vielleicht zu bauen. Das finde ich gar nicht mal so schlecht, bin ich ganz ehrlich. Oder? Mit so einer riesigen Terrasse hinten, oder sowas. Da hinten der Berg, wo der Baum drauf ist. Wo? Da hinten. Alter, der ist auch geil, da hinten dieser Berg. Aber warte mal, ich glaube der hier... Also ich hätte, ehrlich gesagt, ich hätte da gesagt, wo jetzt gerade der Enderslender ist. Der Enderslender? Da wo... Ja, ja, da hinten, da auf dem kleinen Hügelchen, wie ist ein schönes Haus. Ich mach schon wieder das falsch. Da gibt's dann Grillfeste mit Freunden. Also wenn wir dann mal Freunde haben. Können wir dann mal... Oh, aua! Alter! Sind der Schocker? Boxt der mich einfach hier mal runter, hier, der dämliche Zombie. Ist denn sowas möglich? So. Hau mal bitte, wenn du ein Skelett findest, hau die Skelette weg. Wir brauchen Knochenmehl ein bisschen. Ja, Leute, ruhig. Da ist ein Knochen, da ist ein Knochen. Alter. Boah, geh mir nicht auf den Rand. Oh, hier oben ist ein Creeper, der kann uns schon mal die Fläche freimachen. Ciao. So. Okay, ich glaube. Boah, ohne Scheiß. Ey, hier oben, ne, ist Bombe. Hier oben ist so Bombe. Der Herr fängt an, mir auf den Rand zu gehen. So. So. Ich mach mal hier oben schon mal eine Fläche. Ich hätte, Würde ich behaupten. Komm mal hier hoch, bitte. Guck dir mal die Aussicht an. Ja, gut, aber denk dir mal die Praktikabilität. Ja, weiß schon. Was denn? Praktikabilität. Das ist mir egal. Praktisch ist es nicht, wenn du erst da hoch... Wir haben so viel Steine, also wir können hier uns eine Mega-Hütte bauen und wir können unten immer auf Pilgertour gehen. Ich dachte gerade... Was? Ich werde so sterben. Ich bin vergiftet. Ich werde so sterben, weil der Scheiß-Hexer da oben steht, wo ich bauen will. Der hat mich vergiftet, dieser Scheißer. Aber jetzt nicht mehr. Ja, mich auch. Die Ratte. Geh weg. Geh sterben. Der hat mich vergiftet, der Kleine. Er ist tot. Aber du bist vergiftet. Ich hab ihn im Berg... Ja, ich weiß, ich sterbe auch gleich. Oh, Gott sei Dank. Ey, wieso steht der denn auf einmal da oben rum? Hat der Langeweile? Ach nee, durch Vergiftung kann man ja nicht sterben. Durch Vergiftung kann man ein Leben verlieren. Also, achso, okay. Bleibt man auf halbem Leben. Hat der Langeweile oder warum stand der da oben rum? Ich verstehe das nicht. Aber die Aussicht. Ich weiß es nicht, aber ich habe ihn vom Berg geschubst. Okay. Aua! Scheiß Skelett ist da oben. Und ein Zombie brennt da gerade. Banane ist tot. Würdest du bitte meine Sachen aufheben? Das Skelett hat mich gekillt. Habe ich. Blub, 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 blub. Deine Karte kann ich aber nicht aufheben. Warte doch, Moment. Du kannst viele Sachen nicht aufheben, weil dein Inventory voll ist. Ja, aber warte, ich kann es trotzdem aufheben. So, habe ich. Die Karte habe ich. Damit du mal wieder findest dann. Richtet mal bitte wer in den Chat oder in den Kommentaren so einen Todescounter ein. Ich habe schon zwei. Genau. So, ich werde währenddessen mal... Oh, das eine Feld ist fertig. Hört, das eine Feld. Nee, das eine Feld ist nicht fertig. Ich habe einfach mal glatt zwei Felder mit Weizen übersehen. So. Das war wahrscheinlich schon die ganze Zeit fertig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, hier oben wird, glaube ich, die... So ein Palast wird das, was wir bauen. Die Mörderhütte. So. Lalalalalalala, lalalalalala. Hallo? Kennst du noch Mord ist ihr Hobby? Ja. Oh, war das eine Kultsendung? Das hat doch, glaube ich, jeder geguckt früher. Mord ist ihr Hobby, oder? Irgendwie schon, ja. Jetzt kommen so... Ich bin immer gelaufen, wenn ich dann ins Bett musste, weißt du? Mord ist ihr Hobby, geht doch. Komm, die 5 Minuten geht auch noch. Die kann man doch gucken. Ich glaube, unsere Grundfläche vom Haus ist... Bis die alte Troller mal wieder einen Mord aufgeklärt hat. Ah, das dauert noch. So.
Columbo habe ich auch gerne gegessen. Oh, Columbo war mal geil, wie der mal so geguckt hat. So, also ich glaube, sie sind. Er hat immer getan, als wäre er dämlich. Ja. So, dass ihn alle unterschätzt haben. Und dann am Ende, ja, das stimmt. Und dann hat es immer alle überlistet. Ja. Das fand ich in Columbo cool, dass man schon am Anfang gesehen hat, wer den umgebracht hat. Man hat halt Columbo dabei zugesehen, wie er den Fall auflöst. Ja. Und man wusste es die ganze Zeit schon, nicht wie ein Tatort oder sowas. Ja, Mist, ich habe keine Erde mehr. Ich werde mal ein bisschen Erde stibitzen hinten, so ein bisschen. Stibitzen? Stibitzen, ja. Ja, stibitzen. So. Dann kann ich nämlich es müsste einfach mal ein Helikopter in Minecraft geben. Helikopter oder so, aber ich würde. Helikopter. So, ich würde sagen, so erstmal die Grundfläche steht. Also vom Boden her. Ja, ja, vom Ding. Ich habe, sag mal, wie viele Felder habe ich denn übersehen? 4 Felder habe ich übersehen. Sollen wir denn die Terrasse zum Dorf hin rausmachen? Ja, ne, oder? Können wir gerne machen. Okay. Klar, warum nicht? Warte mal. So, Alter, das wird so ein mega Palast hier oben. Und das Schöne ist, wir können in den Berg nach unten graben, einfach mal, und dann sagen, dass wir da vielleicht irgendwie, Lager machen. Hast du das Zeug aufgehoben noch, was du nicht aufheben konntest? Nee, das liegt hier noch. Ja, dann mach mal eine Truhe und schmeiß ein bisschen was rein und dann hol dir das Zeug. So. Und dann, boah, dann komm her. Komm einfach mal her. Du Ach, wirst scheiße. So feiern. Ja, Moment, ich muss ja mal eine Truhe bauen, aber ich kann gerade keine Truhe bauen. Ja, wenn du kannst, komm her. Wieso kann ich keine Truhe bauen? Ach, eine Fallentruhe? Nein, ich will keine Fallen. Achso, ich brauche. Für eine Truhe brauchst du eine Werkbank. Ja, immer mit der Ruhe. Ich will erstmal hier irgendwas loswerden. Ich sag's ja nur. Immer mit der Ruhe. Setz mich nicht unter Druck. Gisela. Setz mich nicht unter Druck. Ja? Ich bin sensibel. So. So, Werkbank bauen. Ich bin sensibel, ja. Ach Gott, ich muss gleich husten. Ach Gott. Du musst gleich husten? Okay. Naja. Du bist sensibel, oh. Ich bin sensibel, oh ja. Oh, hört. Gefühle hast du wahrscheinlich auch noch. Ja, genau. Ganz viele Gefühle. Gefühle. So, hier erstmal alles viele hier rein. Gefühle. Viele Gefühle. So, deine Karte steckt da auch drin, ne? Alles, was hier dir da, tue ich mal alles da rein. Ja, ja, genau. Ich habe jetzt schon wieder, also ich glaube, an Essen wird es uns nicht mangeln. Nee, ich glaube wir haben nämlich, also unser Essen haben wir im Dorf, ganz ehrlich. Ich habe jetzt schon wieder 78 Weizen. Okay. Aus 78 Weizen lassen sich 26 Brote backen. Ja gut, dann haben wir, dann haben wir erstmal genug davon. So. Und jetzt habe ich wieder angepflanzt und tralalu. Deine Kiste steht hier oben. Die steht für dich bereit. Ich glaube soweit. Oh la la, Bananenbrot ist wieder da. Ich glaube soweit. Schau mal auf die Uhr. Ich würde auf die Uhr achten. Ja, wir haben noch ein paar Minütchen. So ist es nicht. Ich lass mal die Workbench mal so lange hier stehen. Die Workbench. Du könntest mir. Ein bescheidenes Zuhause. Ja, wird doch nur ein bescheidenes Zuhause. Was hast du denn? Was denn? Das wird doch nur eine bescheidene Hütte. Ich würde ganz gerne in das Schneegebiet auch reinbauen. Ich mag Schneegebiete. Das Haus oder was? Nee, nicht das ganze Haus. Ach so. Das ganze Haus ist super von dem Schneegebiet. So, warte. Dann müssen wir. Nicht das ganze Haus, nein. So, hier machen wir noch. Machen wir das so, so, so. Ich würde sagen, wir machen eine soll Ecke, dann. Hast du noch ein bisschen Erde? Soll ich mal. Ich sollte mal den Rotz unten abbauen und herbringen. Achso, oder bring mal von unten bitte, bring mal ein paar Steine die Kiste mit. Und die Öfen. Ja, bring mal ein paar Steine. Kannst du denn die Kiste komplett mitnehmen? Ich glaube nicht. Doch, ich hau die Kiste weg und dann fliegt alles raus. Achso, okay. Ich hätte gedacht, du hättest irgendwie eine Idee, wie man die ganzen Sachen mit der Kiste transportieren kann. Ja, Nähtertruhen. Da kann man was in einen Truhe reinlegen und es erscheint in einer anderen. Achso, okay. Endertruhen heißen die, glaube ich. So.
Okay, der obere steht schon mal. Ich baue noch mal währenddessen schon mal so ein bisschen die Terrasse weiter. Ein wenig. Hallo? Bauen? Terrasse bauen? Terrasse bauen. Huch. Komm mal runter. Moment. Ich muss noch einen Eingang bauen. Oder zumindest, damit wir schon mal wissen, wo eventuell der Eingang hinkommt. Ich bin sofort da. Mann, ist es gefährlich hier. Ja, ich bin unterwegs nach unten. Du müsstest mal so ein bisschen das mitnehmen, was nicht mehr in mein Inventar passt. Ja, warte, dazu muss ich aber erst oben in die Kiste was ablegen. So. Das sieht ja so. Das sieht sehr schön aus, ey. Moment, ich lege mal eben oben was in die Kiste. Das brauche ich auch gerade nicht. Das brauche ich auch gerade nicht. Das sind alles so Sachen, die ich gerade nicht brauche, die mehr Platz bringen. Blume, wieso eine ganze Blume habe ich hier eingesammelt? Holz brauche ich auch gerade nicht. Schade, dass man nicht mehrere Sachen da rein tun kann. Auf einmal, auf einen Schlag. Fände ich gar nicht mal so schlecht. Meine Karte lasse ich im Inventar. So. Also kann ich mitspielen. Blacklight Zocker, ich habe dir gerade schon was gesagt dazu. So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal eine Folgenpause und komm schnell runter und sammel den Schrott noch auf, sonst despawnt der. Ach so, du hast das schon ausgepackt. Ja, dann komme ich noch eben runter. Nee, ich habe die Truhe ja weggehauen. Ach so. Ja, ich bin unterwegs. Dann war mein Inventory so ein bisschen gefährlich, voll. gefährlich. Lalalala. Aua. Dangerous. Oh. Dangerous. So. Plop. Wunderbar. So, dann würde ich sagen, ja, in der nächsten Folge seht ihr, wie wir das Haus da oben auf dem Berg weiterbauen und dann, geht's voran mit unserem Hausbau auf dem Berg. Bis demnächst. Ciao. Tschüss.